Herzlich willkommen auf den Kanal der LS Exchange. Wir haben den Donnerstag, 29.09., fast Monatsende. Und damit möchten wir mit neuen Informationen hier heute aufwarten. Das Ganze natürlich mit einem Gesprächspartner. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zu meiner unteren Seite, muss ich sagen, ist der Ingmar Königshofen zu Gast. Hallo Ingmar. Hallo Andreas. Doch oben, ich bin unten. Naja, wir kriegen das schon zusammen hin, denke ich. Und es ist auch immer nur unsere persönliche Meinung, die wir darstellen. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und wir sprechen als erstes immer über den DAX, über diesen großen Markt. Der hatte ja gestern eine sehr, sehr dynamische Gegenbewegung gezeigt. Nachdem wir zum vierten Tag in Folge auf ein neues Jahrestief gefallen waren, kam dann auch die Gegenbewegung. Aber die ist nach aktuellem Stand schon wieder fast verpufft. Ja, es bleibt weiterhin sehr volatil, muss man sagen. Ich hatte es ja schon in den letzten Videos mal gesagt. Man hat gehofft, dass in den Sommermonaten vielleicht mal etwas ruhiger wird, um auch mal etwas abschalten zu können. Aber ganz im Gegenteil, Pustekuchen, der Markt ist hochvolatil. Die Märkte schwanken sehr stark. Du hast es gerade schon angesprochen, als wir gestern unterhalb der 12.000-Punkte-Marke notierten zwischenzeitlich. Dann hat ja schon bei vielen der Abgesang stattgefunden, dass es jetzt deutlich bergab gehen sollte. Aber dann kam eine ordentliche Gegenbewegung. Wir sind deutlich angestiegen. Aber dann heute Morgen bzw. heute Nacht schon ging dann wieder die Abwärtsbewegung los. Ja, leider Gottes. Ich hatte eigentlich heute Morgen einen Long-Einstieg geplant ab 8 Uhr. Aber der Markt ist zuvor schon 80, 100 Punkte innerhalb von kürzester Zeit gefallen. Musste ich daher etwas zugucken. Der Markt wieder unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen. Also es geht deutlich hin und her. Man muss sagen, die 12.000-Punkte-Marke, die ist jetzt natürlich voll im Fokus und in den letzten Monaten und seit Ende letzten Jahres im Endeffekt war ich ja immer wieder auf der Shortseite unterwegs und das war ja mein favorisiertes Szenario, hier auch immer in den Videos. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, wenn die 12.380 fällt, das ist eben ein deutlicher Supportbereich, dass es dann relativ schnell Richtung 12.000 laufen könnte. Das haben wir gesehen, wie gesagt, ging es sogar noch eine ganze Stufe tiefer unter die 12.000-Punkte-Marke. Aber, und das wird jetzt, glaube ich, ganz interessant, wir kommen jetzt langsam in ein Umfeld, wo es auch für die Long-Seite mal wieder interessant wird. Ich sage es ja immer, man muss versuchen, möglichst objektiv an den Markt heranzugehen und nicht sich jetzt von den Emotionen und von dem Sentiment allgemein leiten zu lassen. Denn die Marktstimmung ist natürlich sehr, sehr negativ. Wir haben gerade gestern wieder gehört, dass die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute jetzt von einer Rezession ausgehen. Also jetzt kommen sehr viele negative Nachrichten von allen Seiten und das ist natürlich jetzt großteils schon eingepreist. Wir kriegen ja keine Insider-Informationen, wenn wir die Tagesschau zum Beispiel ansehen. Das sind natürlich alles Informationen, die im Markt schon eingepreist sind in der Regel. Nichtsdestotrotz kann das kurzfristig natürlich zu weiterhin hoher Volatilität führen. Aber, und das ist eben das Wichtige, man muss versuchen, möglichst objektiv an die Sache heranzutreten. Wenn ich mir vorstelle, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, als wir deutlich höher standen im Aktienmarkt und ich Short-Positionen aufgebaut habe, da hatte ich auch eben ordentlich Gegenwehr, weil eben die Marktstimmung sehr positiv war. Jetzt ist die Marktstimmung sehr negativ und jetzt fange ich langsam an, zumindest ist der Plan, ich habe es noch nicht umgesetzt, beziehungsweise nur eine Long-Position mal etabliert, aber jetzt kann man meiner Meinung nach mal anfangen, zumindest Ausschau nach entsprechenden Long-Einstiegen im DAX zu suchen oder zu halten. Warum? Die klassische Saisonalität, die ist bis Ende September negativ gewesen, aber jetzt ab Ende September bis Ende Dezember haben wir einen positiven saisonalen Verlauf. Dann der Vierer-Wahlzyklus, über den wir hier auch schon einige Male gesprochen haben, der ist ab Anfang Oktober positiv für den DAX, also der US-Wahlzyklus. Und das könnte schon dafür sprechen, dass der Markt jetzt auch mal wieder etwas ansteigen könnte. Vor allem, weil das Sentiment extrem negativ ist. Also ich habe gestern mal reingeschaut beim CNN 4 Greed Index, da standen wir über 18, also in extremer Angst. Die Marktteilnehmer gehen jetzt davon aus, dass es deutlich weiter fallen sollte. Und das könnte natürlich kurzfristig auch mal zu einer Erholung führen. Und ja, vielleicht noch ganz kurzer Blick, dann kommst du auch wieder zu Wort, Andreas, auf die Charttechnik auch. Der DAX ja bei 12.000 jetzt zunächst mal unterstützt. Das ist ja auch die Marke, um die es gerade die ganze Zeit hin und her schwankt, mit ordentlich Volatilität, 200, 300 Punkte drüber und drunter. Aber wir haben jetzt die 12.000, dann die 11.600, 11.400. Das sind wichtige Unterstützungszonen. Und solange diese Marken halten, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt zumindest auch mal eine Gegenbewegung gibt, wieder bis in den Bereich zumindest 12.400, wenn die 12.000 hält. Und dann sind natürlich weitere Steigerungspotenziale möglich. Wenn wir zumindest jetzt mal einen Boden finden, darauf könnte man dann vielleicht auch noch warten, bevor man einen Long-Einstieg sucht. Es gab noch eine andere negative Meldung, also nicht nur die Wirtschaftsprognosen, sondern auch die Verbraucher, die sind eher zurückhaltend, die kratzen das Geld, um es ganz salopp zu formulieren, auch zusammen für die Energierechnung. Und gestern der GfK Konsumklimaindex, der hat erst einmal dem DAX ordentlich Schwung nach unten gegeben, der ist auf ein Allzeittief, seit 1991 war er nicht so tief, seit es den Index gibt.
Ja, und am Mittag hat meines Erachtens nur die Stimmung gerettet, dass die Bank of England hier in den Markt eingreift und ein bisschen stützt. Genau, hier sollen Anleihen ja aufgekauft werden. Von daher versucht man, den Anleihenmarkt etwas zu stützen. Und das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar kam ja auch in den letzten Wochen massiv unter Druck. Und das hat natürlich den Markt kurzfristig mal wieder geholfen. Aber man sieht, ja, der Effekt war schnell wieder verpufft. Und wen wundert es, du hast gerade eben die Verbraucherstimmung ja, aufgezeigt und hier angesprochen. Wen wundert es? Natürlich, viele müssen jetzt erstmal das Geld zurückhalten, um eben die Rechnungen bezahlen zu können, weil man noch nicht so richtig weiß, was vielleicht auf einen zukommt. Und das entsprechend führt natürlich zu dieser Zurückhaltung beim Konsumverhalten. Das ist natürlich ganz klar. Ähnliches Bild sahen wir in den USA, da gab es auch eine Gegenbewegung, wir haben halt den Dow Jones mitgebracht, der hat ironischerweise genau da geschlossen, wo das ehemalige Jahrestief lag und das wäre ja als adäquat beim DAX eben diese Rücklaufbewegung, die wir gesehen haben bis zur 12.400 und wenn es nicht drüber geht, bleibt es nur bei einem Pullback. Genau, auch da natürlich sieht es sehr ähnlich aus wie beim DAX und du hast gerade schon gesagt, das ist immer ganz interessant, wenn man sieht, dass beide Märkte gerade an wichtigen Schaltstellen im Endeffekt verharren. Aber man muss auch hier sagen, wenn man sich jetzt hier wieder möglichst objektiv die Vorfilter anguckt, die klassische Saisonalität unter dem Vierjahreswahlzyklus, dann sieht es eben auch relativ bullig aus, der Vierjahreswahlzyklus der USA. Wir sind dieses Jahr in einem Zwischenwahljahr. Der ist ab Ende September eben positiv und wir sind ja gerade genau Ende September. Aber die klassische Saisonalität, die ist erst ab Ende Oktober in etwa wieder positiv. Von daher könnte es hier eventuell auch noch ein bisschen dauern, bis dann wirklich ein Boden gefunden wird. Aber wenn wir jetzt hier vor allem mal auf die Charttechnik auch gucken möchten, dann muss man sagen, wir haben hier einen größeren Supportbereich in, ja, in der Region 28.800 bis 29.600 Punkte. Und dort befinden wir uns ja aktuell in dieser Region. Daher gehe ich schon davon aus, dass wir kurzfristig mal Richtung 30.000 und 30.500 wieder ansteigen könnten. Vor allem auch aufgrund, ich habe es eben schon gesagt, aufgrund dieser negativen, des negativen Sentiments, was wir momentan sehen. Wenn man sich den CNN Fear Greed Index anschaut, also den Angst- und Gier-Index, ich habe es ja angesprochen, das sollte man immer wieder mal machen, weil man dann das Ganze natürlich auch als Kontraindikator nutzen kann. Gerade für kurzfristige Trades ist das immer ganz interessant. Den habe ich sogar bei 17 gestern gesehen, aber das ist auf alle Fälle ein extremer Angstbereich und vielleicht noch eine Zahl zum DAX hinterher, denn morgen ist der letzte Monatstag. Wir sind jetzt im September mit minus 6,09% in den Miesen. Der August war schon über 4% im Minus, also vielleicht spricht auch das dafür, dass es das vielleicht mal war im laufenden Jahr minus 23% der DAX. Wahnsinn. Ja, vielleicht kommen wir dadurch auch hin zu ein paar positiven News. Der Porsche-Börsengang, also nicht verwechseln mit der Porsche, die es schon gibt an der Börse, ist vollzogen, wurde auch applaudiert. Ich frage mich ein bisschen warum, habe aber auch gleich die Antwort dazu. Es sind ja 9,4 Milliarden beim Emissionsvolumen platziert worden, wie man so schön sagt, also unter neue Aktionäre gebracht worden. Teil stand auch schon fest, Katar und so weiter, da will ich nicht vorgreifen. Und er ist der größte IPO in Deutschland gewesen seit dem Telekom-Börsengang 1996. Also hört, hört, das ist schon eine Kennzahl, der drittgrößte im bisherigen Jahresverlauf, den es hier überhaupt zu sehen gab. 75 Milliarden ist das Unternehmen wert und jetzt darfst du auch noch was dazu sagen. Wollte gerade sagen, Andreas, ich danke dir. Eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist natürlich ein ziemlicher Hype, den wir jetzt hier mal wieder gesehen haben. Und was mich wundert, in der aktuellen schwierigen Börsenphase, dass trotzdem ja die Aktie überzeichnet war. Aber mich wundert es auch nicht, egal welches Konto man geöffnet hat, überall ist einem das IPO entgegengesprungen. Man hat es in jedem Forum gelesen. Alle waren total euphorisch, dass jetzt endlich mal wieder ein großer Börsengang stattfindet. Du hast es schon gesagt, der größte Börsengang seit der Deutschen Telekom. Und das ist natürlich schon ordentlich was. Aber aktuell in dieser schwierigen Börsenzeit nicht ohne, dass dann trotzdem so ein Hype entstehen kann. Ja, die Spanne bei der Zeichnung lag ja zwischen 76,50 bis 82,50. Und ja, wie wurde dann eben die Aktien, die Vorzugsaktien herausgegeben? Bei 82,50, also genau am oberen Rand dieser Bewegung, weil die Aktie eben auch überzeichnet war. Es wundert niemanden. Und die erste Notiz war bei 84 Euro, glaube ich, in etwa. Oder sogar genau 84 Euro. Also sogar leicht drüber. Ja, große Euphorie ist jetzt noch nicht aufgekommen bei der Aktie. Aber zumindest hält sie sich im Gegensatz zu vielen anderen Automobilherstellern gerade ganz gut, die ja heute eher unter Druck kommen. Und jetzt würde ich sowieso erstmal warten, wie das Ganze hier sich entwickelt, wie auch der Chart sich natürlich nach einiger Zeit aufzeigt. Wir haben jetzt keine Chart-Historie, aber zumindest kann man eins sagen, wer keine Stücke bekommen hat bei der Zeichnung, der kann ungefähr jetzt auf ähnlichem Niveau einsteigen. Aktuell notieren wir nur leicht drüber. Aber ich persönlich würde jetzt erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, weil wir eben keine Historie haben und erstmal sehen wollen, wie es losgeht im Endeffekt hier bei der Aktie. Mhm.
Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht. Wir haben heute Morgen ja noch über 90 gesehen in der Vorbörse und letzte Woche sogar bei 96 beim Handel per Erscheinen. So heißt das Ganze außerbörslich, wenn die Aktie noch nicht am Markt notiert. Da konnte man auch schon über die LSX handeln. Und ja, ab dann ging es abwärts ab heute Morgen. Und im Tief waren wir, wie gesagt, 1 Cent über dem Emissionskurs. Also da ist noch keiner Minus gewesen, aber auch keine horrenden Gewinne. Ich glaube, bei Porsche und VW hätte man sich mehr erwartet, denn die Aktien sind heute deutlich im Minus. Genau, das ist ja genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, dass jetzt in der Vorbörse zum Beispiel eine Aktie schon deutlich höher gepreist wurde, auch oder vielleicht im Vorfeld man gedacht hat, dass die Aktie viel höher in den Handel startet. Und dann kommt heute so ein bisschen die Ernüchterung, dass dieser Preis der ersten Notiz dann doch nur bei 84 Euro liegt. Immerhin ja ein kleiner Gewinn für die, die gezeichnet haben. Und dementsprechend kommen natürlich die Aktien auch heute unter Druck, ja. Genau, die Volkswagen vielleicht auch nochmal charttechnisch spannend an der 180. Mal schauen, was da in Zukunft für neue Schlagzeilen kommen und ob man das Geld auch gut anlegt im Sinne von investiert. Da soll ja die Elektromobilität vorangetrieben werden im Volkswagen-Konzern. Ja, ein anderes Thema, was auch stark vorangetrieben wurde, was gestern zu Kursaufschlägen führte, das ist von Biogen in Richtung Alzheimer. Und mehr habe ich dazu vergessen bei dem Thema. Immerhin lässt du mich jetzt hier zu Wort kommen, das freut mich ja. Und ja, die Aktie ist gestern um 38% nach oben gesprungen. Warum? Biogen und sein japanischer Partner haben ein Alzheimer-Präparat entwickelt. Und hier gab es jetzt erste Studien und die sehen sehr vielversprechend aus, dass man eben Alzheimer wohl verlangsamen kann in dem Fortschreiten. Und das ist natürlich eine super Nachricht und hat die Aktie nach oben katapultiert, weil das jetzt natürlich ein Gamechanger wäre in diesem Bereich. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt. Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland erkranken jedes Jahr zwischen 120.000 bis 160.000 Menschen an Alzheimer. Es gibt aktuell über 1 Million Patienten in Deutschland alleine. Weltweit sind es wohl laut einer Studie um die 50 Millionen Erkrankte. Also schon eine ordentliche Hausnummer. Und 2030 sollen es 82 Millionen werden, 2050 sogar 152 Millionen Personen, die dann an Alzheimer erkranken können. Und dementsprechend, wenn man jetzt hier ja ein Präparat entwickelt, was diese Erkrankung natürlich deutlich verlangsamen kann. Das ist natürlich eine tolle Nachricht, zunächst einmal für die Erkrankten, aber auch natürlich für das Unternehmen. Und dementsprechend ist die Aktie jetzt gestern massiv nach oben angesprungen. Ich habe nochmal hier eine Zahl vielleicht, die ganz interessant ist und dass wie die Kosten sind normalerweise bei einer beim leichten Krankheitsstadium von Alzheimer liegen wir bei 15.000 Euro jährlich in Deutschland und bei schwerer Demenz sind es über 40.000 Euro. Also das kann man natürlich dann deutlich reduzieren, diese Kosten. Und wenn wir uns das Ganze charttechnisch jetzt angucken, das ist ja für uns hier auf dem Kanal immer sehr wichtig auch, da muss man sagen, dass die Aktie schon seit sehr, sehr langer Zeit in einer breiten Seitwärtsrange notiert, zwischen 200 Euro auf der Unterseite in etwa und 320 Euro auf der Oberseite. Es gab auch mal Ausbrüche, kurze nach oben und nach unten, aber grundlegend ist das so die Seitwärtsrange. Wir befinden uns weiter darin. Ich persönlich würde jetzt erstmal abwarten, ob die Aktie noch mal etwas zurücksetzt. Für mich ist das jetzt ein klarer Long-Kandidat, aber gerne würde ich eher am unteren Rand dieser Seitwärtsrange einen Long-Einstieg suchen. Wir sind jetzt durch diesen 38% Anstieg natürlich massiv angestiegen und angezogen und da würde ich jetzt erst noch mal auf einen Rücksetzer warten und dann ist das für mich auch ein klarer Long-Kandidat, um hier mal eine entsprechende Position im Markt zu etablieren. Und das zeigt ja auch, dass in der Biotechnologie Sachen hier vorangetrieben werden, auf die man jahrelang gesetzt hat. Aber das richtige Unternehmen zu finden, was dann den Durchbruch schafft, das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Genau, das auf jeden Fall. Deshalb sollte man bei solchen Themen natürlich immer relativ breit streuen. Man weiß nie im Endeffekt, welches Unternehmen dann das Rennen macht. Schauen wir uns mal zum Beispiel bei den Covid-Impfstoffen CureVac an. War am Anfang hoch im Rennen, ist dann massiv abgestürzt, weil man nicht hinterherkam und die Studienergebnisse dann doch nicht so gut waren. Also macht das durchaus Sinn, gerade in solchen spekulativen Bereichen natürlich breit zu streuen, um möglichst dann einen dieser Kandidaten, die dann dort ordentlich durchziehen, natürlich dabei zu haben. Ist ja ähnlich bei Startups zum Beispiel. Da geht man davon aus, dass 90 oder 95% der Startups, glaube ich, es nicht schaffen, im Endeffekt dann erfolgreich zu werden. Und dementsprechend diejenigen, die investieren in Startups, machen es eben auch so. Die streuen sehr, sehr breit und wissen dann, okay, es schaffen vielleicht nur wenige, aber die wenigen, die überkompensieren dann den Verlust im Endeffekt von denen, die alle verlieren. Und so sollte man das wahrscheinlich dann im einen oder anderen Bereich, wie auch in diesem Biotechnologiebereich, auch machen. Vielleicht ist dann ein Unicorn, ein Einhorn dabei bei den Star, wie hast du gesagt, Starbucks? Starbucks, genau. Alles gut. Lass uns nochmal auf die Termine von heute schauen. Wir hatten jetzt 11 Uhr ganz viel vorliegen. Das muss ich erstmal auswerten in Ruhe. Industrievertrauen, Verbrauchervertrauen, wirtschaftliches Vertrauen, Geschäftsklimaindex aus der EU.
14 Uhr gibt es die Verbraucherpreise aus Deutschland. Die dürften nochmal spannend werden. Und dann 14:30 persönliche Einkommen, persönliche Ausgaben der Amerikaner zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Ist ja auch eine Art Einkommen. Und das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, das könnte dann auch nochmal für Furore an der Wall Street sorgen. Ja, in diesem Sinne, ganz lieben Dank. Du bist sicherlich bei den sozialen Kanälen schon engagiert. Deswegen muss ich es dir nicht nochmal vorlesen. Und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Freue mich drauf. Bis nächste Woche. Gute Trades. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.